Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir. Oh Leute, ich freue mich so, endlich mal wieder die Kamera auszupacken und euch an einem Tag bei mir im Leben einer Jurastudentin mitzunehmen. Und yes, ich bin sehr excited. Ich bin nicht excited, ich gehe jetzt in die Uni und lerne. Also das ist echt nicht exciting. Aber es ist irgendwie so viel passiert die Woche und letzte Woche. Und ich freue mich echt, das euch alles zu erzählen. Es ist nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein Hoch und Runter der Gefühle die ganze Zeit bei mir gewesen. Weil halt irgendwas Schlechtes passiert ist, dann ist wieder was Gutes passiert, dann ist wieder was Schlechtes passiert und so weiter. Ja, also freut euch da auf jeden Fall auf sehr spannende Geschichten. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Worauf ich mich jetzt erstmal freuen darf, ist auf einen Tag in der Bib. Yay, aber gut, was soll's. Ich schreibe nächste Woche meine letzten Klausuren für dieses Semester. Und das ist wirklich viel. Also ich bin auch wirklich konsequent die ganze Zeit am Lernen schon gewesen. Die ganze Zeit, was gut ist. Weil ich dann halt eben konsequent die ganze Zeit gelernt habe. Aber auf der anderen Seite hat man halt irgendwie trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, man hat nie genug gemacht. Und man kann es irgendwie trotzdem nicht und die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem hoch, dass man nicht besteht. Also irgendwie hat sich, was das anbelangt, meine Gefühlslage irgendwie nicht verändert. Also wenn ich weniger gemacht habe, habe ich mich genauso unsicher gefühlt, wie ich mich jetzt unsicher gefühlt habe. Nur dass es halt eben jetzt quasi um mehr geht, weil ja bei uns die Prüfungsordnung geändert wird. Das erzähle ich auch gefühlt in jedem Video. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt auf jeden Fall 8.46 Uhr und ich bin jetzt auf dem Weg in die Uni. Ich bin nämlich nachher mit Freunden dort verabredet und wir lernen einfach gemeinsam, also nichts Besonderes, einfach, ja, wir sitzen dann einfach nebeneinander und lernen, exciting. Aber ja, das hilft mir auf jeden Fall immer ganz gut, dann auf jeden Fall fokussiert zu sein und auch auf jeden Fall durchzuziehen. Ich habe die letzten Tage auch bei meinen Eltern verbracht und dementsprechend, ja, keine Ahnung, war das eigentlich echt ganz gut, weil es ist halt super warm gewesen die letzten Tage und bei meinen Eltern im Haus ist es halt nicht so warm, weil man halt ein Haus besser kühl halten kann, als jetzt hier da, wo ich jetzt wohne in Köln. Da ist es wirklich dann gefühlt, wenn es draußen 30 Grad sind, sind es drin 50 Grad und man stirbt. Egal was es ist. Also egal, ob man das Fenster aufmacht, sonst irgendwas, es kühlt einfach nicht ab. Und deswegen war das auf jeden Fall sehr entspannt. Aber ja, den Rest erzähle ich euch später. Ich mache mich jetzt auf den Weg in die Uni, nehme euch natürlich dabei mit und ich würde sagen, let's go! Zu Hause. Wir haben jetzt 14.30 Uhr, 15 Uhr, irgendwie sowas. Ich war jetzt ungefähr von 9.30 Uhr bis 14 Uhr dann in der Bib, also in der Uni, nicht in der Bib, aber in der Uni und habe mit einem Kumpel von mir gemeinsam gelernt. Also jeder für sich allein, aber wir saßen da halt einfach gemeinsam nebeneinander. Und yes, mein Gehirn ist auf jeden Fall jetzt tot. Ich habe viel geschafft, aber nicht genug. Also irgendwie, ich muss aber auch sagen, dass ich dieses Gefühl, seitdem ich Jura studiere, eigentlich immer habe. Egal wie viel ich am Tag geschafft habe, ich denke irgendwie immer, es ist nicht genug gewesen. Weil man halt einfach immer noch sieht, wie viel man vor sich hat. Es ist voll toxisch, aber es ist nun mal so. Auf jeden Fall wollte ich jetzt gleich noch einkaufen gehen, weil ich habe so gut wie gar nichts hier und habe Bock auf irgendwelche Lernsnacks, also Erdbeeren, Trauben, irgendwie sowas. Wahrscheinlich teuer, aber ich denke mir, okay, ich schreibe ja jetzt in weniger als eine Woche meine Klausuren und wenn mir eine Packung Erdbeeren, die dann 2 Euro, 2,50 Euro, 3 Euro kostet, dann dafür sorgt, dass ich besser lernen kann und effektiver bin, dann ist es 3 Euro, die ich auf jeden Fall mal in die Hand nehmen kann. Es ist ja auch keine Sache, die regelmäßig der Fall ist. Genau, auf jeden Fall muss ich noch vorher zur Post, denn ich habe mir bei Amazon was bestellt gehabt, und zwar diese Laptop-Case, weil ich das schön fand, sei es für den Laptop oder für ein iPad. Das Ding ist aber, die kam beschädigt an, also die war gar nicht mehr richtig verpackt und die wurde halt irgendwie aufgeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die hat halt hier einen Riss. Hm? Sieht man das? Ja doch, ich glaube, jetzt sieht man es. Genau. Und
dafür möchte ich natürlich kein Geld bezahlen, also zumindest nicht den vollen Preis. Und deswegen habe ich das halt bei Amazon gemeldet und jetzt geht die halt wieder zurück. Super schade, weil ich hätte sie an sich eigentlich behalten. Halt nicht für den vollen Preis dann. Aber so wird sie ja jetzt wahrscheinlich verschrottet. Also, ich weiß nicht, was ist das halt? Also, es ist halt einfach kacke. Ich kann es irgendwie mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass die jetzt halt zerschrottet wird. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht den vollen Preis bezahlen, dafür, dass die halt beschädigt ist und eventuell dann halt mein Gerät nicht richtig geschützt wird. Apropos Gerät, das ist nämlich auch so eine Sache. Mein Laptop hat heute vor einer Woche einfach seinen Geist aufgegeben, also wirklich komplett, einfach selbst geschrottet. Er war alt, er war 8 Jahre alt, also er hat schon eine gute Zeit auf dem Buckel, aber es hat mich so geärgert, weil ich habe halt keinen Backup von meinen Daten gehabt, was dumm ist, ich weiß, und was meine Schuld ist, das weiß ich auch. Aber dementsprechend waren halt meine ganzen Daten weg, zumal ich meine ganzen Lernzettel mit diesem Laptop erstellt habe. Und das war wirklich ein Pain, Leute, ich sag's euch. Ich habe meine Klausurenphase wirklich schon an mir vorbeiziehen sehen. Gott sei Dank habe ich sie jetzt wiederbekommen durch einen netten Computerladen bei mir in der Nähe. Die waren wirklich sehr, sehr gut und auch echt gar nicht so teuer. Also ich finde nämlich solche Sachen oder auch zum Beispiel, man sperrt sich aus und hat den Schlüssel verloren oder vergessen oder was auch immer. Sind immer so Situationen, wo man wirklich merken kann, okay, welche Menschen sind nett und welche Menschen möchten einfach nur Profit aus dir schlagen. Und die haben auch wirklich nicht super viel Geld dafür genommen. Also ich habe jetzt 50 Euro dafür bezahlt, was ich echt einen fairen Preis finde. Weil die hätten ja auch gefühlt, ich meine, die wussten ja oder die wissen ja, wenn Menschen mit sowas zu denen kommen, die sind in der Notlage und brauchen das. Und da hätten die ja sonst Gott weiß was verlangen können und Leute hätten es gezahlt. Deswegen, ja, die waren wirklich sehr, sehr nett. Auch menschlich gesehen halt, wie die mit den Kunden umgegangen sind, wie die mit mir umgegangen sind, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Also das war wirklich echt sehr positiv und hat mich wieder an das Gute in Menschen glauben lassen. Apropos Gute in Menschen und Profit. Noch eine Sache. Ich habe gestern war der Vorverkauf für die Taylor Swift Tickets und ich habe einfach Tickets bekommen für mich und meine Freunde. Das ist so toll, ich bin richtig glücklich. Die sind nächstes Jahr im Juli, die Konzerte, beziehungsweise unser Konzert. Wir sind bei dem am 18.07. in Gelsenkirchen und ich freue mich da wirklich so drauf. Also das wird richtig, richtig toll. Aber was auch nicht so toll ist, es haben halt voll viele keine Karten bekommen und total viele haben halt einfach sich auf Karten beworben quasi. Also man musste halt zuerst... Man musste halt zuerst sich online anmelden quasi für den Vorverkauf und dann hat man halt, wenn man Glück hat, einen Code zugeschickt bekommen, womit man zumindest einen Zugang zum Vorverkauf dann bekommen hat. Und den Code hat schon nicht jeder bekommen, also das war schon blöd, weil nicht jeder quasi die Chance darauf hatte. Aber es haben sich auch irgendwie super viele auf die Liste gesetzt, also das habe ich zumindest jetzt auf eBay gesehen, die halt offensichtlicherweise kein Interesse an den Karten hatten, sondern einfach nur daran interessiert sind, die Karten halt teuer weiterzuverkaufen und damit halt Leute ein bisschen abzuziehen. Und ich verstehe es, dass man Karten meinetwegen kauft, um sie weiter... Nee, ich verstehe es nicht. Ich find's wirklich unter aller Sau. Ich verstehe es, wenn man quasi selber nicht hingehen kann und dann die Karten halt verkauft. Kann man meinetwegen auch 10 Euro, 20 Euro draufschlagen für den Stress, den man sich angetan hat, um die Karten zu kriegen. Aber irgendwo ist auch echt die Grenze. Also man sieht da wirklich Leute, die dafür das Zehnfache fast schon verlangen. Also das ist wirklich dreist. Und es tut mir also leid für alle Leute, die es halt eben nicht bekommen haben. Und halt auch einfach nicht die Mittel zur Verfügung haben, dann sowas zu machen. Also das ist generell wirklich, also ich frage mich echt immer, wie man sowas mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Aber naja, so ist es halt. Ich kann daran eh nichts ändern. Wenn ich irgendwann Anwältin bin, verklage ich die alle und da gibt's Ärger. Nee, Spaß, aber sowas nervt mich immer. Ich finde das richtig, richtig doof und unfair. Ja, auf jeden Fall, ich gehe jetzt einkaufen. Ich kann euch gleich gerne zeigen, was ich gekauft habe, aber es wird sehr wahrscheinlich nichts Besonderes sein, also echt nichts Spannendes. Genau, und dann geht's wieder ans Lernen. Erstmal esse ich und dann geht's ans Lernen. Yay. Oh Mann. Ich bin zurück und jetzt gibt's einen Shopping-Haul, einen Einkauf-Haul. Und zwar habe ich meine Erdbeeren. Für die habe ich jetzt 2,88 Euro bezahlt. Die sind richtig lecker. Ich habe eben auf dem Weg schon 3 gesnackt und die schmecken auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich noch Trauben geholt, Paprika, eine Gurke, eine Möhre und eine Zucchini.
Wraps, weil ich habe schon Ewigkeiten keine Wraps mehr gegessen und ich hatte irgendwie mega Bock darauf. Vielleicht mache ich mir sogar heute noch welche. Und dann habe ich noch Pfirsich, nee, Nektarin, das sind Nektarinen. Eine Avocado, weil die im Angebot war. Und Eier für die Wraps, weil ich esse kein Fleisch. Und ich habe auch überlegt, ob ich Eier holen soll, weil ich wollte eigentlich Falafel nehmen. Aber die sahen echt nicht gut aus. Ich hoffe mir die jetzt nicht so oft, aber zwischendurch esse ich eigentlich mal ganz gerne ein Ei. Aber ich versuche wirklich dran zu arbeiten. Also meine Ernährung wird auch immer veganer. Und auch nicht gut, weil eigentlich, Leute, habe ich ein Prinzip, wenn ich einkaufen gehe. Und zwar heißt mein Prinzip, wir geben für nichts Geld aus, was uns selber schadet. Also ich kaufe eigentlich nie irgendwas Süßes, also eher weniger, irgendwas Süßes oder so chipsmäßig, weil ich mir halt immer denke, man bezahlt halt wirklich doppelt, ne? Zum einen, es kostet einmal Geld, weil man muss es ja auch bezahlen. Und das ist teuer, wenn man sich sowas kauft, auf Dauer gesehen oder generell. Weil es hält ja auch nicht richtig satt und es ist ja nicht gesund. Und das ist der springende Punkt, das ist nicht gesund. Also bezahlt man quasi doppelt, falls man seinem Körper damit irgendeinen Schaden zufügen sollte, langfristig gesehen. Und es gibt nichts, was unbezahlbarer ist als die Gesundheit. Deswegen, ja, genau. Aber könnte nicht anders. Ich bin dran vorbeigelaufen und es ist echt nicht gut, hungrig einkaufen zu gehen, weil da kommt sowas bei rum. Aber ich hatte irgendwie mega Bock drauf. Und die sind sogar auch vegan, also voll nice. Das war immer so Cornflakes, die ich als Kind immer essen wollte. Aber wir nie zu Hause hatten, wir hatten immer nur andere Cornflakes. Weil es die bei dem Laden, wo meine Eltern immer eingekauft haben, einfach nicht gab. Und dann fand ich es immer mega cool, wenn ich bei anderen war. Und die halt diese Art an Cornflakes hatten. Fand ich immer richtig toll, weil ich bin voll der Schokoesser. Also ich liebe so Schokozeugs, Schokokuchen, Schokotorte. Das ist echt immer mein Favorite. Das würde ich auch immer quasi meistens eigentlich allen anderen Kuchenarten zum Beispiel vorziehen. Oder auch so Schoko-Cornflakes ziehe ich auch meistens immer allen anderen Cornflakes, die es auf der Welt da draußen gibt, vor. Dann habe ich noch einmal Nudeln und Margarine. Das war es auch schon mit dem Einkauf. Also echt nichts Besonderes. Für das Ganze habe ich jetzt 17 Euro, glaube ich, bezahlt. Genau, also echt voll okay. Es ist eigentlich gar nicht so viel. Aber ich habe halt teure Sachen gekauft. Also die Erdbeeren mit 3 Euro, Eier, die sind ja auch teuer. Also und Stuff. Die Nougat-Bits haben bestimmt auch 3 Euro gekostet. Ja, aber das müsste sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese ganzen Essenssachen und auf die Wraps und auf die Nougat-Bits. Hey. Ich glaube, ich snack davon auch jetzt schon direkt ein paar, weil ich hab echt so Bock auf die. Ich freue mich total. Ich dachte, ich melde mich nochmal. Wir haben jetzt tatsächlich 20 Uhr schon durch. Also wir haben 20.11 Uhr. Ich habe die letzte Zeit nichts gemacht, außer geschlafen und am Handy gehangen, tatsächlich. Aber jetzt sitze ich wieder an meinem Schreibtisch, denn ich muss auf jeden Fall noch einiges geschafft kriegen heute. Und ich dachte, ich nehme den Anlass einfach, um euch zu zeigen, wie ich mich auf so eine Klausur vorbereite. Denn das Ganze ist jetzt bei mir ein bisschen systematischer mittlerweile, als es früher war. Und vielleicht ist es eine ganz gute Inspiration für euch. Also ich habe auf jeden Fall so verschiedene Blätter, die ich quasi immer mache, mit den Sachen, die ich für die Klausur können muss. Also das ist immer so aufgebaut, dass ich zum Beispiel dann oben einfach das Fach draufstehen habe, dann, was ich können muss. Also sofern die Professoren halt eingrenzen, dann das, was sie eingegrenzt haben. Hier wurde glücklicherweise eingegrenzt. Wir sollen alles im Polizei- und Ordnungsrecht können, im besonderen Verwaltungsrecht und alles bezüglich Baurecht, was Abrissverfügungen anbelangt, Baugenehmigungen, halt all sowas. Und dann daneben schreibe ich immer, wann die Klausur ist und von wann bis wann, damit ich das auch auf dem Schirm habe. Das weiß ich aber auch eigentlich so. Also eigentlich ist das nur ein bisschen obligatorisch, dass es damit draufsteht. Ja, die Klausurtermine kann ich mir auch eigentlich so merken. Und dann habe ich halt eben jetzt hier das, was ich halt machen muss in den verschiedenen Bereichen. Also einmal Polizei- und Ordnungsrecht, einmal Baurecht, einfach aufgeteilt und runtergeschrieben. Ich habe einmal ein Fallbuch mir ausgeliehen aus der BIP. Kann ich empfehlen, weil da muss man sich alles selber kaufen. Und da wollte ich alle Fälle vom Polizeirecht und Ordnungsrecht durcharbeiten. Das sind 21 Stück. Sogar ein bisschen mehr, weil ich sehe hier gerade so Fall 19 hat zum Beispiel mehrere Fallvariationen. Fall 19c, Fall 19a. Deswegen Fall 19b.
Ja, deswegen noch ein bisschen mehr als das. Aber für die habe ich dann auch immer alles, weil ich bin ein Mensch, ich muss Sachen abhaken. Ich brauche diese Befriedigung, dass ich Sachen abhaken kann, wenn ich sie gemacht habe. Und ich brauche sie in kleinsten Schritten, damit ich mich wirklich gut fühle und damit ich motiviert bin, was zu machen. Deswegen habe ich jetzt hier jeden Fall einmal zum Abhaken immer. Und ja, unten habe ich dann noch irgendwelche sonstigen Sachen, die sich halt nicht oben irgendwie reinordnen lassen. Also ich mache meistens immer die Unterteilung Unterlagen, Fälle und gegebenenfalls Vorlesungen, wenn die kurz vor der Klausur halt eben wichtig sind, was sie meistens sind, dass ich einfach alle abhaken kann, damit ich genau einen Überblick habe, was ich schon gemacht habe, was ich nicht gemacht habe. Und bei den sonstigen Sachen, ich habe eigentlich immer Altklausuren, die ich mir abhole. Das kann ich auch sehr empfehlen, weil das hat mir schon die eine oder andere Klausur echt gerettet. Jetzt auch zum Beispiel bei internationalem Privatrecht. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute Morgen erzählt habe, aber das schreibe ich nicht mehr. Ich bin zwar angemeldet und kassiere jetzt dafür ein nicht bestanden oder nicht erschienen oder keine Ahnung, was da stehen wird, 0 Punkte. Ich weiß es nicht, aber ich muss es halt jetzt nicht mehr schreiben, weil ich halt meine 2 Nebengebiete, die ich unter anderem machen muss für die Zwischenprüfung, schon geschrieben habe und bestanden habe. Die HGB-Note ist gestern gekommen. Das waren 8 Punkte, falls es irgendwen interessiert. War jetzt nicht meine beste Leistung. Also ich hätte definitiv Besseres abliefern können, als ich in der Klausur abgeliefert habe, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis, weil ich kann bei Jura immer nie einschätzen. Ich denke immer, ich bin durchgefallen. Weil es halt einfach eben zum Teil so subjektiv ist, wie die Korrektoren darüber denken. Also ich habe wirklich schon gute Klausuren gehabt, die nicht so gut ausgefallen sind und schlechte Klausuren, die wiederum immerhin bestanden waren. Also das ist echt sehr willkürlich manchmal oder vom Gefühl her sehr willkürlich. Es muss ja nicht willkürlich gewesen sein. Aber ich bin auf jeden Fall Klausuren durchgefallen, die ich eigentlich dachte, dass ich sie bestanden hätte und die man eigentlich auch bestehen hätte lassen können. Also die jetzt nicht sonderlich schlimm waren. Und andererseits habe ich gravierende Fehler zum Teil in Klausuren gemacht und habe sie bestanden. Also ja, deswegen, ich erlaube mir gar keine Gefühle mehr, bei irgendwelchen Klausuren zu haben, weil es geht eigentlich immer hinten los. Aus Angst, dass ich die halt eben nicht bestanden hatte, habe ich mich halt noch für internationales Privatrecht angemeldet. Als Sicherheit, dass ich noch ein Nebengebiet einfach schreibe. Muss ich halt jetzt eben nicht mehr, weil ich es halt bestanden habe, aber eigentlich jetzt der Punkt der Geschichte in den Altklausuren. Ich habe mir jetzt 2 abgeholt, weil er bisher auch, glaube ich, nicht so viele gestellt hatte bisher, der Professor. Und er hat halt auch angekündigt, dass er 2 bis 3 Fälle in den Klausuren macht, auch bei uns. Und halt noch Wissensfragen mit dazu stellt, die halt dann dazu dienen, quasi die Note zu verbessern. Und ich habe jetzt gesehen in den beiden Altklausuren, dass er beide Male die gleichen Fragen gestellt hat. Also könnte man theoretisch gesehen sehr darauf pokern. Oder zumindest könnte man diese Fragen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut lernen, dass man, falls man das Glück haben sollte und sie wieder drankommen sollten, die halt einfach hinschreiben kann und da halt gar nicht drüber nachdenken muss, dementsprechend keine Zeit verliert und sich halt dadurch halt die Note schnell verbessern kann, ohne großartige Arbeit. Also sowas kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr hingehen, deswegen hat sich auch diese ganze Liste hier komplett erledigt. Ich habe super viel dafür gemacht. Ich habe auch die Lernzettel schon, also das sind jetzt nicht alle, aber ja, also man sieht, ich habe mir definitiv Mühe mit dem Ganzen gegeben. Komplett umsonst. Also was heißt umsonst? Es ist nicht umsonst, es kann ja immer noch im Examen drankommen, aber IPR ist schon ein Nebengebiet, was sehr, sehr selten drankommt. Und auch an sich relativ simpel ist von der Art und Weise, wie man das halt quasi löst. Und auch ich denke nicht, dass da im Examen irgendwelche großen Probleme zum internationalen Privatrecht reinkommen. Also das ist von den Statistiken her sehr unwahrscheinlich. Na gut, es kann bei einem selbst immer anders kommen, ne? Aber also da wird ziemlich sicher im Examen kein Schwerpunkt darauf liegen. Deswegen ja, habe ich jetzt die Sachen dafür, aber ich werde die Klausur nicht schreiben, weil ich mich jetzt auf Verwaltungsprozessrecht und BT fokussieren möchte. Das sind nämlich noch 2 Klausuren, die ich schreiben muss. Und gegebenenfalls privates Baurecht. Ich hatte echt die Hoffnung, dass die Klausurnote von der 2. Klausur jetzt auch vor der 3. kommt, dass ich die 3. gegebenenfalls gar nicht mitschreiben muss, aber es sieht schlecht aus. Also, es wurde zuerst angekündigt, dass er es versucht, dass es halt diese Woche kommt. Und jetzt hat er gesagt, dass er versucht, dass es überhaupt vor der Klausur kommt. Das heißt, gegebenenfalls muss ich die Klausur einfach mitschreiben. Einfach aus Sicherheit, genau auch wie ich das mit IPA gemacht hätte. Finde ich jetzt nicht so nice.
Weil dementsprechend, wir haben meine Klausuren: Montag IPR, Dienstag Verwaltungsprozessrecht, Mittwoch privates Baurecht, Samstag Verwaltungsrecht BTM. Also hat alles in einer Woche und alles halt relativ stressig. Ja, es wäre halt schon entspannter, wenn jetzt, also IPR ist ja schon weggefallen, aber wenn jetzt auch noch privates Baurecht weggefallen würde, dann hätte ich nämlich nur Prozessrecht und BT, worauf ich mich fokussieren müsste. Und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ja. Viel mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Ich sitze jetzt am Schreibtisch, ich muss echt anfangen. Und was jetzt mein Plan ist, das werde ich aber bestimmt heute nicht schaffen. Ich nehme schon wieder zu viel vor. Aber ich würde gerne hier die ganzen Fälle noch einmal durcharbeiten, dass ich dann alle Fälle aus dem Fallbuch gemacht habe und halt im Polizei- und Ordnungsrecht einfach mich sicher fühle. Genau, das ist so der Plan. Netterweise, habe ich bestimmt schon erzählt, mein Laptop hat sich ja verabschiedet. Deswegen muss ich mir einen neuen holen, aber bis dahin hat mir mein Mitbewohner sein Windows Surface, heißen die ja, glaube ich, zur Verfügung gestellt. Dass ich das noch benutzen kann jetzt gerade während den Klausuren. Das ist echt, also ich bin wirklich so dankbar dafür. Er rettet mir echt meine Klausurenphase damit. Weil ohne das und ohne ihn hätte ich Adieu Lernzettel und Adieu alles sagen können. Also das wäre nicht schön gewesen. Deswegen, ich bin ihm da auf jeden Fall sehr dankbar und ich werde ihn auf jeden Fall mal gucken, auf irgendwas Essensmäßiges einladen. Bei uns gibt es in der Nähe so einen richtig geilen Imbiss. Die machen so Falafeln und sowas und das lieben wir alle. Also unsere ganze WG, wir sind da alle obsessed mit und auch alle meine Freunde. Wir lieben alle diesen Laden, der ist echt richtig toll. Ich bin ihm auf jeden Fall wirklich meine ganze Klausurenphase, darf ich ihm eigentlich danken. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt da ohne das Ganze gemacht hätte. Aber ich muss sagen, ich mag meine Lernzettel. Also ich finde die schön. Und ich habe jetzt sogar zum Beispiel anstatt so, das ist echt unnötig, Leute, ich weiß, aber als anstatt so Striche für Stichpunkte, habe ich zum Beispiel auch so kleine Herzchen. Ich weiß, es ist unnötig und ich weiß, also es fucken sich viele Leute darüber ab, wie ich mein Jurastudium gestalte und wie ich mich dazu motiviere zu lernen. Sowas motiviert mich, ja? Sowas motiviert mich und es kostet mich auch nicht viel mehr Zeit, also wirklich wenig Zeit, diese extra Sachen noch zu machen, weil wenn ich es halt so oder so abtippe, so diesen Titel, das ist halt eine Sache von einer Minute, nicht mal. Macht mir aber mehr Freude, das Ganze zu lernen. Auch mit dem Glitzerstein auf meinem Gesetzestext. Da fucken sich auch Leute auf TikTok oder auch auf Instagram, glaube ich, immer darüber ab oder machen sich darüber lustig oder sagen, ich könnte deswegen keine gute Anwältin werden. Finde ich sehr unterhaltsam. ja. Aber es bereitet mir auf jeden Fall Freude, es motiviert mich. Ich mag das einfach, wenn Sachen schön aussehen. Und dann bin ich auch viel gewollter, das zu lernen. Das ist einfach so. Und ja, deswegen werde ich das auch so beibehalten. Ich glaube, im Examen, also im Rep, schafft man das zeitlich natürlich nicht mehr. Aber im Moment habe ich zwar auch nicht Zeit dafür. aber ich würde mir so oder so Lernzettel machen und dann kann ich sie auch einfach schön machen. Ich glaube, das Ding ist halt, im Rep werde ich mir generell keine Lernzettel machen, sondern einfach mit den Lernunterlagen lernen, die halt uns gestellt werden. Also so Schemata, die dann halt vom Uni-Rep oder sowas kommen oder auch mit den Unterlagen von der Akademie Graz. Mit denen lerne ich auch jetzt schon. Ja, da wird man keine Zeit mehr haben, alles auszuformulieren, oder nicht auszuformulieren, aber da wird man keine Zeit haben, alles nochmal selbst irgendwie zusammenzufassen, sondern muss einfach damit leben, was mit einem quasi vorgekotzt wird. Aber jetzt gerade, keine Ahnung, hilft es mir einfach irgendwie sehr. Und jetzt gerade mache ich es einfach gerne. Und das zusammenzufassen und zu überlegen, okay, wie kann ich das wohin packen, das hilft mir auf jeden Fall auch sehr. Zumal ich es halt immer aus Fällen rausmache und aus den Falllösungen. Und dementsprechend, genau.